Ernst, was erwartet eure Kunden hier bei euch im Geschäft? Wir haben unsere Produktpalette, die wir in Waldhausen schon sehr gut eingeführt haben, mit nach Krain genommen, speziell die Waldviertler, wo wir sehr stark sind. Auch die Firma El Naturalista, eine spanische Marke im modischen Damenbereich. Und wir haben jetzt auch im neuen Programm die Firma Gabor für die modische Dame und Eco für den bequemen Herrn. Krain ist ja eine Tourismusstadt und ihr leistet hier einen sehr wertvollen Beitrag zur Belebung des Stadtkernes. Wie wird das von den Kunden angenommen? Bis jetzt haben wir erlebt, dass sehr viele Leute stehen bleiben, selbst die Radfahrer werfen einen Blick in die Auslagen und schauen eben und sind überrascht, welche Vielfalt sie da eben in der kleinen Donaustadt sehen. Und interessant ist immer dann immer wieder, wenn man die Kunden fragt, wo sie herkommen, welche Entfernungen da zurückgelegt werden oder eben von wo die Leute kommen. Du hast mit deinem Schuhhaus von Waldhausen hier nach Krain expandiert. Wie seid ihr aufgenommen worden? Wir waren sehr überrascht. Die Krainer haben uns sehr freudig aufgenommen und es freut uns sehr, dass wir hier unsere Filiale eröffnen dürfen. Wir befinden uns hier im Strudengau ja in einem Wandereldorado und ihr habt auch einen Schwerpunkt Wanderschuhe. Wir führen eine breite Palette von den leichten Wanderschuhen bis zu den hochalpinen Schuhen. Und wir sind auch sehr stark im Bereich Nordic Walking, da wir alle Mitarbeiter ausgebildete Nordic Walking Guides sind. Wir befinden uns hier in der Kinderschuhabteilung, das ist ja auch ein Spezialgebiet von euch. Hier in Krain ist die Kinderschuhabteilung schon besonders gut ausgebaut und eingeführt. Wir haben drei wirklich gute Lieferanten, und zwar ist das einerseits die Marke Superfit, dann die Marke Eco, die eben mit sehr peppigen Modellen aufwartet, und unsere Waldviertler, die natürlich die Jüngsten auch gerne tragen. Bei den Jüngsten ist eben einfach wichtig, dass man regelmäßig die Kinderfüße nachmisst. So ein Kind wächst ja oft sehr schnell, wie viele Eltern wissen. Es können bis zu 4 Schuhgrößen im Jahr sein. Und wichtig ist eben immer, dass man so fingerbreit, das heißt 12 mm Wachstumsspielraum einberaumt, wenn ein Kind einen neuen Schuh bekommt. Und man kann zum Beispiel einfach den Kinderfuß auf einen Karton nachzeichnen, das ausschneiden und einmal auf den bestehenden, also in den bestehenden Schuh reinlegen, dass man eben sieht, passt er noch oder passt er nicht mehr. Und was auch ganz wichtig ist, die Innenlänge des Schuhs. Also bei Qualitätsschuhen ist es tatsächlich so, dass die Innenlängen auch stimmen, die eben auf dem Schuh außen drauf stehen. Bei Importartikeln stehen oft irgendwelche Größen drauf und da passen die Innenlängen nicht. Und die Kinderfüße sind aber nur sehr variabel und weich und geben eben nach. Und die Kinder, das Nervensystem ist noch nicht so ausgeprägt. Das heißt, die Kinder melden sich auch nicht, wenn der Schuh zwickt. Und darum ist wichtig, dass man in ein Fachgeschäft geht. Dein Orthopädie-Service bietest du natürlich auch hier in Krain an. Selbstverständlich, wir werden auch hier in Krain für unsere Orthopädie-Kunden da sein, am Montagnachmittag und am Donnerstagvormittag. Und es freut uns immer wirklich sehr, dass wir da vielleicht wieder einen neuen Impuls für weitere kommende Fachgeschäfte setzen können.